Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eins meiner aufgebrauchten Produkte-Review-Videos und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und dann beginne ich mal mit einem Beauty-Produkt und zwar diesem Nagellack hier. Das ist einer meiner drei absoluten Lieblingsnagellacke von Trend It Up. Das ist die Nummer 290 und den trage ich gerade auch wieder auf meinen Nägeln. Und lustigerweise gerade auch die zwei anderen, die ich sehr gerne habe. Das sind meine absoluten Favoriten, kaufe ich mir immer wieder nach, weil das so ein wunderschöner Nude-Nagellack ist mit so einem leichten Altrosa-Touch und sehr, sehr hell. Und ich mag das sehr gerne und wie gesagt, den brauche ich immer wieder mal auf. Jetzt ist er mir ein bisschen eingetrocknet und so zähflüssig geworden, deswegen musste er weg. Und steht schon wieder in meinem Regal und wird immer wieder nachgekauft. Dann habe ich hier zwei Eyeliner-Produkte aufgebraucht und das auch schon eine Weile, weil ich jetzt einen anderen Liebling habe. Das ist einmal von Manhattan der Dip Eyeliner. Das ist so ein flüssiger, den man eben reindippen kann. Der war ganz okay, aber irgendwie verklumpt auch vorne nach einer Zeit dieses Pinselchen ziemlich. Und ja, der ist dann einfach irgendwann auch nicht mehr so deckend schwarz, obwohl er das am Anfang echt super ist und auch wunderschön matt trocknet, was ich ganz toll finde. Aber ich habe mir den nicht mehr nachgekauft, weil ich einen anderen Liebling mittlerweile habe. Und ich habe den Catrice Liquid Liner auch schon vor längerem leer gemacht. Der ist auch ganz okay, der war auch immer ganz gut. Aber seit ich den den Maybelline Master Precise habe, mag ich den halt besonders gerne. Und kaufe mir die zwei jetzt erstmal nicht nach und werde den von Maybelline eben aufbrauchen. Und den finde ich halt ganz, ganz toll, weil die beide so eine bewegliche Spitze haben. Und der von Maybelline hat so ein bisschen härtere, filzähnliche Spitze. Und mit dem kann man halt noch viel einfacher zeichnen. Das rutscht dann nicht so weg, weil die sind so ein bisschen nachgiebiger in ihrer Spitzenform. Und dann rutscht man da gerne mal so ein bisschen weg und das gibt so ein bisschen nach. Und das ist nicht immer so optimal. Deswegen mag ich den von Maybelline gerade sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier ein Hautreinigungsprodukt wieder mal leer gemacht. Und zwar von Averde die Heilerde-Waschcreme, die ich auch wirklich über alles liebe. Also die habe ich mir schon, ich weiß nicht, vor 4, 5 Jahren das erste Mal gekauft und war da schon mega zufrieden. Ich wechsle das immer zwischendurch mal wieder ab, aber die ist so ein All-Time-Favorite, die muss eigentlich immer daheim sein, denn ich schwöre einfach auf Heilerde, ob das Heilerde-Masken sind oder diese Waschcremes oder diese Masken, die ich als Waschcreme auch benutze, von Luvos zum Beispiel. Aber die ist auch irgendwie echt immer wieder daheim und steht auch mittlerweile wieder bei mir. Und die ist sogar eine von diesen aufgebrauchten Luvos Heilerde-Masken. Wie gesagt, da habe ich schon ganz, ganz viele aufgebraucht und benutze sie manchmal auch als Waschgel-Ersatz, je nachdem, wie mir der gerade ist. Die ist mit Jojobaöl, das ist so leicht rückfettend, ist sehr, sehr angenehm für die Haut, auch gerade für ölige Haut gut geeignet. Und ich finde die einfach mega gut, habe schon ganz viele davon aufgebraucht. Dann habe ich hier von Balea das Wasserspray. Finde ich mega gut. Das klingt total albern, dass es nur so ein Wasserspray ist, ohne jegliche Wirkung eigentlich. Aber ich fand es richtig toll zur Make-up-Fixierung, beziehungsweise um das Puder auf dem Make-up so miteinander besser zu verbinden. Also dass es so ein bisschen noch gleichmäßiger aussieht und nicht so pudrig matt. Und das fand ich einfach extrem gut. Wollte ich mir eigentlich auch wieder nachkaufen, aber ich habe noch so ein riesiges Avène Thermalwasserspray und das hat noch so ein bisschen beruhigendere Wirkung auf die Haut. Und da bin ich jetzt noch am Aufbrauchen und finde das auch mega gut, weil das nochmal ein bisschen feineren Sprühnebel macht. Ich finde, das macht es auch ganz gut, aber das von Avène ist nochmal ein bisschen besser. Man merkt die Qualität einfach da doch nochmal ein bisschen mehr, obwohl ich das jetzt auch nicht schlecht finde, weil das mega günstig ist. Das kostet, glaube ich, 1,45 € um den Dreh rum und das von Avène, je nachdem, um die 8 Euro, kommt drauf an, wie groß es ist. Aber das von Avène hat nochmal so Mineralien drin, so vom Thermalwasser und so. Das ist nochmal beruhigend auf der Haut. Ich muss mal schauen, ob ich mir das vorerst wieder nachkaufe oder das von Avène. Ich finde aber beide ganz gut. Also da ist jetzt auch kein Riesenunterschied. Dann habe ich hier eine Body Cream von Rituals. Und oh mein Gott, die war so, so gut. Die nennt sich Mandy Lulur, Frangipani und Rice Milk. Und ich mochte die echt mega gerne. Allerdings war die von der Sommer Edition 2015, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Und die musste jetzt echt aufgebraucht werden, bevor die schlecht wurde. Die hat auch so feine Schimmerpartikel drin und die roch so, so gut. Und ich habe dann so manchmal so ein Spleen, wenn es so Limited Editions sind und ich die mega gut finde und weiß, die kriegt man nicht mehr, dann brauche ich die total langsam auf, weil ich die nur für spezielle Anlässe oder so benutze. Vielleicht kennt ihr das.
Und dann muss man echt hinterher sein, damit die nicht schlecht wird und man die irgendwie wegschmeißen muss. Deswegen, ich musste die jetzt echt aufbrauchen. Und die war wirklich noch bis zuletzt richtig gut, obwohl ich die schon seit 1,5 Jahren ungefähr offen hatte. Und ja, die musste jetzt einfach aufgebraucht werden. Es war wirklich an der Zeit. Aber ich finde auch diesen Tiegel so schön mit diesem Holz hier, mit diesem hellen. Und ja, sie roch einfach mega gut. Ich finde es super schade, dass sie so viele tolle Limited Editions haben und die dann aber niemals ins Standardsortiment aufgenommen werden können. Oder die machen das einfach nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die war richtig, richtig gut. Dann habe ich hier von Balea ein Cremeöl-Duschpeeling. Die mag ich immer besonders gerne. Also diese ganzen Ölpeelings und so finde ich mega toll, weil das so geschmeidig auf der Haut ist. Und da habe ich auch richtig lange gebraucht, um das aufzubrauchen. Gerade im Sommer ist es ja so, da möchte man sich nicht so oft peelen, weil ich irgendwie immer die Befürchtung habe, dann geht die Bräune viel schneller weg. Und deswegen mache ich das im Sommer vielleicht alle 4 Wochen mal und im Winter so alle 2 Wochen so im Schnitt. Aber ich mochte das sehr gerne, gerade so vanillige Düfte und so nussige hier mit Mandel mochte ich sehr, sehr gerne. Habe momentan das mit diesem Berry-Duft und mag das auch super gern. Also die von Balea kann ich euch sehr empfehlen, ist wirklich sehr angenehm auf der Haut. Dann habe ich hier mein liebstes Deo derzeit oder eins meiner liebsten. Das ist von Balea, dieses Fresh Inspiration. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten in ganz verschiedenen Farben. Und ich mag das Goldene, das Lilane und dieses Grüne so mit am meisten. Das ist so ein richtig angenehm frisches Deo. So ein bisschen süßlich, aber auch so, ja, so Minze, so Grapefruit, Zitronenmelisse mäßig. Hätte ich nicht gedacht, dass ich darauf so sehr stehe, weil eigentlich mag ich das nicht so gern als Deo, aber das riecht so speziell irgendwie. Ihr müsst mal dran riechen, ich mag das Grüne ganz besonders gerne. Und ich sprühe mir das auch, wie gesagt, immer gerne in die Schuhe, auf die Strümpfe, überall. Ich mag diesen frischen Duft einfach so super gerne. Und ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, zweimal oder dreimal nachgekauft. Auf jeden Fall steht das schon wieder bei mir daheim. Dann habe ich hier eine Indus Body Milk von Nivea. Das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Also ich mag das Produkt eigentlich ganz gern so auf der Haut, gerade so nach dem Haarewaschen so als Finish nochmal damit einzucremen und dann kurz einwirken lassen und dann kann man es wieder abspülen. Man hat geschmeidige Haut danach. Aber es ist so erstens mal kein Langzeiteffekt, wie ich finde. Und das zweite große Problem dabei ist, dass die Dusche so am Boden ganz schmierig und glitschig wird. Und wenn man das nicht ordentlich gleich wegmacht, dann hat man echt das Mega-Problem, dass man danach ausrutschen kann. Und zwar richtig ordentlich. Also ja, das war schon manchmal ganz schön heikel. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von diesen Indus-Body-Dingern, weil ich immer finde, dieses Zeug hinterlässt einfach so einen Film auf der Dusche oder am Duschboden und das ist nicht so toll. Und ja, auch ziemlich gefährlich. Und deswegen, ja, war ich froh, dass es jetzt endlich leer war und benutze andere Produkte und creme ich dann doch wieder ganz normal eigentlich danach ein. Von Nivea habe ich auch noch eine Bodylotion aufgebracht. Und zwar diese hier mit Vanilleduft. Da gab es ja so drei Varianten. Ich glaube mit Blütenduft noch und irgendwie Pfirsich oder so in die Richtung und Vanille. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil der Duft jetzt mich nicht im Endeffekt so sehr angesprochen hat. So vom ersten Riechen war er ganz angenehm, aber auf der Haut hat das jetzt nicht den mega tollen Duft hinterlassen und die Pflegewirkung war auch nur so, ja, ganz okay, aber auch nicht so, dass ich es wieder nachkaufen würde. Deswegen war es tendenziell eher ein Flop-Produkt und so vanillig war es dann auch nicht wie gedacht. Deswegen, nee, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier noch meinen Cognac-Reinigungsschwamm von Evelyn. Das ist so ein süßes kleines Schwämmchen, das haltet ihr einfach unter warmem Wasser und dann wird das so ein bisschen weicher. Ich beeile mich da allerdings ein bisschen. Also ich will nicht, dass das absolut so weich ist wie so ein Schwamm, sondern so ein bisschen noch, ja, ein bisschen Härte hat. Und dann fange ich gleich an, damit mein Waschgel einzureiben oder einfach auch nur so mal drüber zu gehen über die Haut. Und dann wird die ganz, ganz weich. Und ich fand den mega gut. Hab den bestimmt 5 Monate locker benutzt und ich fand den super. Den soll man allerdings alle 2, 3 Monate wechseln. Aber irgendwie habe ich das verpeilt und zwischendurch mal wochenlang auch nicht benutzt. Also ja, so 2, 3 Wochen, dann habe ich das schon gemerkt, dass ich das irgendwie ein bisschen vermisse, weil es so einen ganz, ganz leichten Peeling-Effekt hat und ich das mega angenehm einfach fand. Ich weiß jetzt nicht, ob der extrem was bringt, aber ich fand das ganz süß eigentlich und habe damit auch sehr gerne einfach mein Waschgel aufgetragen und
den auch gleichzeitig dann damit wieder gereinigt und ich fand das ganz süß. Habe mir jetzt so einen schwarzen nachgekauft und den teste ich gerade, weil da gibt es verschiedene Varianten, auch so einen hellen noch und so einen schwarzen mit Bambuskohle habe ich in meinem letzten DM-Haul euch schon gezeigt. Und ja, bin gerade so am Testen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Und der war jetzt ganz gut, aber auch nicht mega außergewöhnlich. Man kann es mal ausprobieren, wenn es einen interessiert. Ansonsten ist es kein unbedingt tolles Must-Have. Und dann kommen wir zu einem Haushaltsprodukt, was ich auch immer wieder nachkaufe und auch super gerne nutze und aufbrauche. Das ist ein Hygienespüler mit Weichspülerkombination. Das gibt es auch ohne, da gibt es auch verschiedene Varianten. Das ist von der DM-Eigenmarke Denk mit und ich benutze es einfach super gern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das wirklich braucht und ob das so viel anders ist in der Wäsche. Aber ich bilde mir ein, dass meine Wäsche dann noch reiner ist irgendwie. Und das ist irgendwie jetzt, seit ich es mal benutzt habe, immer daheim. Dann kommen wir zu guter Letzt zu einer Koloration, die ich aufgebraucht habe. Und zwar diese hier von Schwarzkopf Perfect Mousse. Ich mag die eigentlich sehr gerne. Es gibt viele verschiedene, die ich immer mal wieder nutze. Ich mag aber auch allerdings sehr gerne diese Schaumdinger. Das pumpt man einfach so hoch und dann kommt so ein bisschen bräunlicher, so leicht bräunlicher Schaum raus. Und das färbt sich dann, sobald man es aufs Haar aufträgt, ein bisschen einwirken lässt. Und ich finde diese Verteilung von diesem Schaum sehr, sehr einfach und wunderbar. Und gerade auch in diesem Ombre-Style finde ich das, funktioniert das sehr gut. Ich mache mir das ja alles immer so hier selbst mit der ganzen Farbe. Und mag diese Nuance sehr gern. Das ist die Nummer 500 Mittelbraun. Das ist weder rötlich noch zu aschig. Das ist einfach so ganz normal einfach. Und das mag ich sehr gerne und teste immer mal wieder andere aus. Aber das ist so ein Oldtime-Favorite, den ich immer wieder empfehlen kann und den ich auch gern daheim habe, weil es mit der Farbe einfach immer gut funktioniert. Ja, das war's nun mit meinem Aufgebraucht-Produkte-Review-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier und hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!